Bisschen verschieben. Massen-CC mit ihm. Mars 4. Bloß mit zwei Heilern. Zwei Heilern, interessant, aber... Aber die werden auf jeden Fall dürfen. Boah, die haben gar kein Waiting. Das hat... Der nicht so viel zu sagen, aber... Schaut euch mal den DK an, 340k, 340k, 350. Ich denke, das wird ein Zergfest, aber nehmt's trotzdem so ernst. Machen von den HP, ey, das geht immer wieder auf den Sack. Ja. Coole Idee, alles klar. Mit Ausdauer 340k auf Mori ist aber durchaus eine Aussage, Deifel. Also ich hab allein 80k mehr. Letztens hatten wir auch so eine Gruppe, Hunter mit 320. Deswegen sage ich ja, nehmt's nicht auf die leichte Schulter. Das, also, ein Hunter ist Hunter. So ist es nicht aber gemeint. Aber Damage fressen tun sie trotzdem. Ah ja. Damage fressen aber auch. 340k heißt für mich, die haben kein tolles blaues PvP hier. Full Buff. Das sind alles Ratten in Risch. Da brauchen wir uns jetzt Sorgen. So, alle haben Assi, ich mag schnell durch. Kebo, du versuchst mal die 1 zu holen. Und wir gehen auf 2-3, würde ich sagen. Ja, 1 geht bei euch hier auch. Was, wie geht das bei euch? 1, 2, 3? Von links nach rechts durch. Stein ist 1, Wasser 2, Feuer 3. Eine auf jeden Fall mit und ja, Kim durch, Kim mit. Ich schaff ich aber, wie geht's hier oder so? Naja, ich bin dabei. Wo bist du? Also jetzt alle an auf die 3. Wir gehen auf die 3, ja. Durchgeht. Quasi alle aufs Feuer. Dann ja. Links rüber zu uns. Ja, okay. Hier gehen wir raus, komm. Drüben, wer ist da noch? Achso, ja, passt. Kimbo, sag dir an, wenn was zu dir kommt. Ich geh mit Kimbo. Okay. Da schieben 3 auf die 2. 4 auf die 2, 6 nur direkt bei der 4, 3. Komm. Und direkt den Mori. Direkt zerreißen, ab! DK geht Wirbel. Okay. Mage Wurzel, den Schurken daneben, komm! Den Schurken da zerreißen! Der zerreißt alles. Den Worry nochmal eins drauf. Prima. Da oben steht noch ein Mage. Ja, komm, switch. Kimmel, also, wir können auf die 2, komm. Weg, so 2. DK? Ja, halt ihm auf. Wurzel ihm, keine Ahnung. Machen wir. Nicht komplett. Versucht ein bisschen durchzureiten. Versucht am Ring vorbei. Direkt durch den Priester. Kann ihn. Ja. Ich mach den direkten Mars. Auf den Priester. Auf den Heilpriester. Dann die Dispel. Hat's dann. Alle vier. Massen vier. Versucht reinzukommen. Einfach nur reinlaufen. Unterbrochen. Komm. Weg raus. Heilpriester. Gib mal was drauf. Komm. Wie kriegst du dann? Und die Hexe daneben. Mensch, geht Wirbel. Oh, jetzt. Oh. Jawohl. Da hinten ist noch ein Hunter. Der erste schon wieder lösen jetzt. Oh, was? Scheiße, ich hab's gefunden. Ja, ich geh mit Kimber auf die 3. Full saved, full saved. Ich geh mit Kimber auf die 3. Löse mich hier wieder. So 3, löse, so 3. Da sind vier Kimmel. Oh, da ist nur einer auf der 3. Komm. Versuch. Der. Unterwegs zur 3. Komm. Nicht zergen, Büro. Weg hier. Ja, nichts zergen. Lass die Mage. Komm. Geht Wirbel noch? Ah, 3 geht noch. Show wir auch noch bei der Ring. Mars 4 ist nochmal. Schuckert's dann außerhalb. Alle rein. Rein. Eingesetzt. Doch, 3 geht. Komm, geht rein. Na klar geht die 3. Ist unseres. Heiß Face, ja. Safe. Alle wegschieben, ich bleib. Wegschieben. Schiebt auf die 2, müsst ihr nichts sagen. Ah, nee, ja, das ist ein Krieger, Krieger. So hab ich mit Miami. Guss doch mal hin, 2-1. 2, auf 4. Hab dich. Aus dem Krieger weg. Was ist denn bei der 1 oben? Priest Wirbel, bei der 2. Auf den Heal, nehm, mach den Heal. Den Heal Priest, ja. Krieger gut. Jetzt. Oh gut, jetzt Krieger. Schocke, Schocke, kill den Schock. Priest geht Wirbel? Nee. Den Krieger. Oh. Mage.
Und zu 1 hoch. Die 3 ist safe. Die Juni kann die 3 mit dem DD. Ich gehe die 3. Bei der 1 und 2. DK und Hunter. So, Sprengfalle. Sprengt für runter. Ist die 3 safe? Drin. Wie viele von uns kommen? Nee, die kommen zu 3. Und du Fokus. 3 zu 3, ich wollte 1 habt ihr eh in Griff, komm, die Nachzügler zu 3. 3, in die 2 verliere ich, hab 3 DDs hier. Okay, an der 1. Ich komm zu 2, 3 ist weg, direkt von 3. Ich komm an 2. Komm, alles wird zu, Leute, schneller, 3 ist weg. Match gebogen. Match hat 4. Meine Rettung gerade. Oh, bin da, mein Freund. Mensch, geht nochmal rüber. Dominating. Ah, super. Eins sage mal. Lass den stehen, den Kasper. Und geht nochmal wurzeln. Und weg hier. Weg hier. Lass den in Ruhe. Pui, Deifel, pui. Moment. Zum Glief, zum Match raus. Okay. Da sind alle raus. Oh, gleich mal Jubel in den Heal gedrückt, ey. Und hier. Wo seht ihr, dass es hier raus und hier? Mach da einfach mal das Wertefenster auf, siehst du, unten keine Gegner mehr angezeigt, wie viele es sind. Es sind 10 Allies, 0. Okay. Ja, zwei wissen. Ah, okay. Schön. Ich wünsche wieder die Sand-Damage zum Kotzen. Ja, ich spiele mit voll immer alles. Wenn du sauber CCs, ist das viel wichtiger. Ja, ich muss den Bestimmungsbügel ab. Auch nie, glaube ich, mal auf Mastery wieder rum. Ja. Es geht halt gut, solange sie dich ignorieren. Ansonsten, du wirst als Katze so schnell in Berge drückt, wenn du nicht sofort platzt. Mhm. Ja, aber gut, das geht super krass. Genauso eigentlich. Das ist super krass. So, jetzt kann ich mein vorletztes Upgrade holen, ich danke euch. Nee, das macht schon Spaß, die Katze. Ja, klar. Mit CCs vor allem, wenn du auf den Heiland rauffliegen kannst, ist geil. Also du kannst da Ruhe und alles raus, außer im 4 kommt nicht raus. Oh, kurz Glöh. Können wir auch mal ins Katzenbier gehen, ne? Ja, das wäre ein Vorteil. Das erhöht den Schaden enorm. Ändert sich zu nichts, außer den Schmuck, aber mein Gott. Außer den Schmuck. Mhm. Na, der ist aber dicke. Das ist schon schön mit einer neuen Karte. Was hast du geholt? Vom Studiokollegen, der hat gestern neu gekauft. Optimal, super geil. Okay, cool. 5 Euro für eine. Na ja, gut, ist halt keine neue, aber immer noch dreimal so schnell wie meine alte. Ja. Für ein Radeon, ich glaube 84,90 oder so. 48,90, dann wird ein Schuh draus. 48,90. Also die hat zwar schon ein paar Jahre auf dem Boden. Reicht aus, hatte ich auch mal. Ey, für 5 Euro. Ja, was willst du mehr? Ich hab echt Glück gehabt, dass ich meinen Schulkollegen, meinen anderen gestern nochmal vollcoin hab, dass meine Grafikkarte im Arsch ist. Kommt gleich zurück, ja, der Anna will sich heute neu kaufen, ist aber alles geil. Verkauft sie mir für 5 Euro, ist ja top. Was willst du denn mehr?